Hallo ihr Lieben und fröhliche Weihnachten. Willkommen zu Türchen 24 von meinem Adventskalender, der letzte Tag. Wir starten wie immer mit dem IKEA Adventskalender und da ist ja heute wieder der Gutschein drin in diesem großen Kästchen hier. Ja, wie gesagt, bis nächstes Jahr hat man dann immer Zeit nachzugucken, wie viel da drin ist. Minimum 5 Euro, maximal 1000 Euro. Und hier sind, wie auch die letzten Jahre, so lange Schokostangen drin. Und die sind eigentlich immer ganz lecker, wenn das die gleichen sind. So, die sehen dieses Jahr ein bisschen anders aus. Das sind solche halben Röllchen. Schmecken aber genauso. Haben so eine leckere Karamellfüllung. Wie gesagt, zwei Stück. Und natürlich der Gutschein. Ich glaube nicht, dass da heute was ist, aber wir gucken mal. Ist ja der 24. vielleicht. Ist ja doch mal was Schönes drin. Aber eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Zack. Ja, okay. So ein Weihnachtsmannbild, so ein Weihnachtsbaumbild mit Geschenken. Und ich fahre noch mal den Kalender ab. Ja, habe ich mir gedacht, ist nichts Neues dazugekommen. Das war mir aber klar. So, der ist leer. Ich mache weiter mit Plottermarie. Hier haben wir heute drin. Ach cool, das ist diese Black Bowl Folie, die, wenn Licht drauf kommt, in verschiedenen Farben glänzt und schimmert. Aber richtig krass, also wenn man das mit Blitzlicht fotografiert. Ich zeige euch das mal, vielleicht zeige euch das einfach meiner Kamera. Na, komm mal her. Spupp, Foto. Hey, was machst du da? Foto. Dankeschön. Und wichtig ist, dass der Blitz an ist. Und wenn man jetzt davon ein Foto macht, ja, hat gar nicht wirklich funktioniert. Warum nicht? Komisch. Normalerweise. Vielleicht, weil hier schon so viel Licht drauf scheint. Aber normal, wenn man das mit Blitzlicht fotografiert. Okay. Aber wahrscheinlich nur, wenn es schon fertig gepresst ist. Genau, daran wird es liegen. Also wenn ich jetzt die hier abziehen würde, ein bisschen von der Trägerfolie, dann würde das bestimmt klappen. Heute ist der 24. und ich versuche mal, mich nicht so stressen zu lassen wie die letzten Tage. Sondern das mal ein bisschen ruhiger heute zu machen und mir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen. Und wem das jetzt zu langweilig ist, da keine Lust drauf hat, dass ich hier jetzt Ewigkeiten dran rumprobiere, der spult einfach ein bisschen vor. So, na komm. Komm jetzt. Noch nicht so schwer sein. Jawohl. Geht doch. So, da seht ihr vielleicht schon, wie schön das Blau glänzt. Wenn ich das jetzt nämlich nehme und das jetzt fotografiere mit Blitzlicht, dann sollte dieser Effekt kommen, den ich meinte. Genau, da seht ihr es. So sieht es dann nämlich in der Sonne aus. Ja, sieht mal ganz, ganz anders aus. So, also hier ist Blau und das hier sieht man ja so schon, das ist die Regenbogenfarbe. Ne? Und das hier, das ist cool zum Nähen. Das ist theoretisch das gleiche wie das. Also es glänzt halt auch. Und das müsste jetzt sogar schon funktionieren. Kann ich auch mal gucken. Das sieht auch regenbogenmäßig aus. Jawohl, das sieht man schon super. Da, so sehen die aus bei
Tageslicht, also richtig cool. Ja, die kann man zum Beispiel als Schnürsenkel verwenden, aber ich würde sie tatsächlich beim Nähen benutzen, um sie zum Beispiel hier dazwischen zu setzen. So, ne? Dann sitzt das so dazwischen und dann hat man hier halt, wenn die Sonne drauf scheint, bei der Naht halt dann eben sowas Glänzendes oder es würde dann halt zum Beispiel so hier dazwischen sitzen. So, genau. Ja, dafür werde ich das auf jeden Fall benutzen. Ziemlich cool. Finde ich auch toll, dass das mit drin war, weil dann kann man es mal ausprobieren. Ich wollte mir das, habe schon mal überlegt, ob ich mir das bestelle für mein Nähzimmer, aber irgendwie dachte ich mir, ach nee, ich war irgendwie ein bisschen zu geizig dafür, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn man es ausprobieren kann und wenn es einem dann wirklich richtig gut gefällt, dann bestellt man es eher. Ganz klar. So, das packe ich einmal nach hinten. So, und bevor wir zu dem Geschenk von Miss Fruchteis kommen, nehme ich euch wieder einmal mit auf meinen Rechner. Und zwar heute als erstes Tante Plotter. Und Tante Plotter hat heute eine Datei, die Namaste bedeutet. Verstehe ich nicht ganz, weil da ist ein Engel. Ich weiß nicht, was das so mit Namaste zu tun hat. Aber ja gut, also die Zeichnung von dem Engel finde ich ganz süß. Diesen Schriftzug von Namaste würde ich mir rauslöschen. Ja, mein Fazit zu diesem Adventskalender. Ehrlich gestanden, ich bin wirklich enttäuscht, weil nicht eine einzige Lotta, ich dachte wenigstens am 24. ist eine Lotta drin. Es war nicht eine einzige drin. Und also ich habe mit mindestens zwei gerechnet, zu Nikolaus und zu Weihnachten eben. Ja, wie gesagt, mein Fazit. Einige von den Dateien sind sehr schön, werde ich auch verwenden. Ich könnte mir auch vorstellen, ihn im nächsten Jahr nochmal zu kaufen, aber eher ein vielleicht. So, und wir kommen zu der Datei von Tintenrebell. Ja, dazu sage ich nichts, weil, wie gesagt, ich habe es jetzt so oft gesagt in den Videos, ich finde, sie zeichnet tolle Dateien. Es waren auch tatsächlich zwei oder drei Dateien dabei, wo ich gesagt habe, ja, die waren schön, die würde ich auch verwenden. Alles andere ist eben für Kleinkinder gedacht, meiner Meinung zumindest. Und ja, die werde ich halt niemals verwenden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Kalender werde ich mir nicht mehr kaufen. Genau. Okay, ihr Lieben, dann machen wir weiter mit dem Geschenk von Miss Fruchteis. Und ich weiß, dass das hier weiter vorne war, die 24. Da ist sie. Und heute habe ich hier so ein Wichtel mit seinem vollgefüllten Strumpf. Und der Bibelvers heute lautet: Über alles aber zieh an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und das Ganze findet ihr in Kolosser 3, Vers 14. Ja, genau. Da fällt mir jetzt spontan auch nichts zu ein. Eigentlich wäre es natürlich schön, gerade zum 24. euch nochmal ein bisschen was zur Bibel zu sagen. Aber passender ist natürlich immer die Weihnachtsgeschichte, aber die kennt ja auch jeder schon in- und auswendig. Und deswegen würde ich einfach sagen, dass ich mir da heute gar nicht groß was zu einfallen lasse. Ihr denkt bitte dran, dass im Video wieder Buchstaben versteckt waren. Und heute bekommt ihr die letzten Buchstaben, die ihr braucht, um den fertigen Satz zu bilden. Der Satz hat insgesamt 14 Buchstaben. Im Video vom 22. Adventskalendertag findet ihr alle wichtigen Infos zu dem Gewinnspiel. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle Buchstaben gut finden konntet. Und ja, jetzt geht's weiter mit diesem Päckchen. Ein Geschenk, ein Geschenk. Hallo ihr Lieben. Ja, heute haben wir ja den 24. und heute gibt es auch ein Geschenk für meinen Mann.
Und ja, der darf jetzt mal auspacken und ich hau mal ab aus dem Bild hier. Ja, tschüss. Ich pack aus. Ach Mensch. Ja. Überraschung. Ja. Auch. Gut verklebt, würde ich sagen. Hätte ich gleich ganz aufreißen können. So, so, so. Oh, immer das Leckerste zuerst. Und dann eine Karte. So, erstmal angucken. Das ist lecker. Das hat dir meine Frau gesagt. Das hat dir auch meine Frau gesagt. Schick, eine schöne Hose, die brauche ich immer. Eine Homeoffice-Hose. Super, super. Jetzt bin ich aber ganz gespannt, was da drin steht. Oh, von Herzen von Christo. Für Christo. Frohe Weihnachten. Hallo Christoph, ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten und eine schöne Zeit mit deinen Lieben. Vielleicht kann dir dein Frauchen noch etwas Schöneres, Passenderes auf deinen Geschenk plotten. Vielen lieben Grüße, Christina. Also herzlichen Dank. Aber die braucht doch nichts drauf zu plotten. Aber ihr fällt garantiert immer was Schönes ein. Sie hat sehr gute Ideen und ich bedanke mich recht herzlich für dieses wunderschöne Geschenk. Und jetzt übergebe ich wieder meine Frau. Ja. So, und falls ihr euch wundert, wie zerdellt mein armer Mann aussieht, der ist wieder zu spät nach Hause gekommen, da hat er eins mit der Bratpfanne gekriegt. Nee, Quatsch, Spaß. Ja. Hat sich ein bisschen verletzt auf dem Bau. Genau, also wundert euch nicht, wenn er ein bisschen zerdellt aussieht. Ja, war sie. So, hallo nochmal. Ja, ich habe mir gedacht, heute mal ein bisschen anders. Und zwar habe ich hier das Päckchen von meiner Miss Fruchteis und ich habe hier noch ein anderes Päckchen. Ich habe nämlich noch gestern eine Ü-Post bekommen, beziehungsweise wusste ich schon von dieser Post, aber ich weiß natürlich nicht, was drin ist. So, und jetzt mache ich erstmal hier oben. Ich habe hier einmal schon ein bisschen dran abgeschnitten, weil ich mir schon dachte, dass hier ganz viel Kleber ist. Vorsichtig. So, und ich bin wirklich gespannt. Also ich habe einen Wunsch, aber ich weiß natürlich nicht, ob es das ist. So, und als erstes, also hier sind auf jeden Fall mehrere Sachen drin. Und als erstes suche ich mal nach der Post. Die haben wir hier. Und hier haben wir diese schöne Weihnachtskarte. Und hallo mein Schatzi. So, nun ist es endlich der 24. Ich hoffe, du freust dich über das Geschenk. Auf Christophs Geschenk habe ich extra nichts drauf gemacht, weil ich mir denke, dass es besser ist, wenn du ihm etwas drauf machst, was ihm dann auch wirklich gefällt. Egal, was jemals sein sollte, ich habe dich unendlich dolle lieb. Ich wünsche dir ganz fröhliche Weihnachten, schöne Momente und weiterhin viel Liebe und Gesundheit. Knutsch. Ja, mein Schatz. Richtig auch. Ja, das ist wirklich was Besonderes geworden zwischen uns beiden. Und als ich vor ein paar Jahren da mit YouTube mal angefangen habe, hätte ich auch niemals gedacht, dass das ja, so wird. So, und hier hat sie mir ein Blöckchen gebastelt. So was Ähnliches habe ich letztes Jahr schon mal von ihr bekommen, irgendwann in irgendeiner Tauschpost, glaube ich. Deswegen wusste ich schon, was drin ist. Und ich guck mal, ich ziehe das hier mal langsam alles nach. Und oh, die sind schön. Hier sind solche Bänder. Ich weiß leider nicht, wie das hier mit der Kamera funktioniert, wie gut ihr das seht. Und ich kann es auch leider nicht sehen, weil ich die Kamera halt nicht sehen kann. Und hier haben wir noch so ein Bändchen. Und was ich auch cool finde, wenn die Bänder mal alle sind, ich finde diese Rollen total geil. Die werde ich auf jeden Fall aufheben. So, hier ist eine Tüte mit mehreren Sachen. Da gucke ich gleich später mal rein. Was ist das? Extra Special Make Me Week 7 Days Make Set. Okay.
Okay, was ist das? Seven Day Mask Set. So sieht es aus und anscheinend kann man da für jeden Tag so eine andere, so einen anderen Tag machen. Oh ne, gibt es so. Ich mache es einfach mal auf und schau mal rein. So. Ach, jetzt habe ich es gecheckt. Das sah aus wie Tags, die man basteln kann, aber nee, das sind Masken. Das sind so Gesichtsmasken, diese Tuchmasken, und die haben ordentlich viel Gel da drin. Ja, und da kann man jeden Tag sich eine andere Maske drauf machen. Das ist ja eine coole Idee. Da hat man gleich für 7 Tage Entspannung. Ja, sehr schön. Cool, cool. Das größere Päckchen, das packe ich mal ein bisschen zur Seite. Das mache ich später. Cool. Ich habe schon was Cooles gesehen. So, hier haben wir ein Häschen, was aber ein bisschen auseinandergeplumpst ist. Gehört da noch was dazu? Jetzt habe ich das natürlich schon gesehen, aber es macht nichts. Nein, zu dem Häschen gehört nichts mehr, weil da unten noch ein Loch war. Deswegen dachte ich, da gehört vielleicht, da haben wir ein Radiergummi-Häschen mit Riesenbrille. Hier haben wir noch ein paar Süßigkeiten. Hier haben wir rosa Bändchen. Und hier ist eins dieser wundervollen Tücher, die ich gerne haben wollte. Na komm, geh auf. So. Ja, ich glaube nicht, dass ich das jetzt komplett zeigen kann, weil das ist ziemlich groß. Haben sie hier ziemlich fleißig geklebt. War jetzt die Tüte auch kaputt gegangen, aber ist jetzt auch egal. So, das Tuch ist nämlich 1,50 Meter mal 2 Meter und sieht so aus. Und ja, kann man halt als Wandstoff benutzen. Ich möchte es aber benutzen, um mir davon eine Sommerhose zu nehmen. Und das Ganze sieht so aus und ihr seht, es ist wirklich groß und es ist wunderschön und es hat wunderschöne Farben. So, schwupp, das packe ich erstmal da wieder in den Karton. Und dann haben wir hier noch ein Teilchen, da schaue ich jetzt auch noch mal rein. Haben wir da. Das scheint ein Nähset zu sein. Ach so, okay. Und anscheinend kann man hier solche Untersetzer für den Tisch nähen und die Farben sind total cool. Die Farben sind mega cool. Wir schauen mal, was da drin ist. Also einmal hier diese Schildchen, damit man weiß, von wem es ist. Die würde ich eh nicht dran nähen. Dann Bänder. Passende als Deko, Knöpfe in den passenden Farben und dann verschiedene Stoffteile. Ja, und wenn man die halt richtig zusammensetzt, dann sollte das Ganze am Ende so aussehen. Ja, ganz süß. Packe ich aber direkt hier wieder alles rein. Ah, nee, mache ich später. Mache ich später. Weil hier haben wir hier noch mehr Sachen. Gar nicht, habe ich schon fast übersehen. Hier so ein paar süße kleine Tags. Und hier ein Set. Ah, okay, da kann man sich so eine Kugel machen, was man dann als Nähkissen sozusagen, also als Nadelkissen benutzen kann. Ich habe so ein Nadelteil mit Magnet, wo ich meine ganzen Stecknadeln drauf habe, deswegen werde ich das nicht benutzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich diese Stoffteile für irgendwas anderes mal benutze. Oder vielleicht mache ich es auch und schenke es jemand anderem. Ja, genau. Und so ungefähr
wird es dann aussehen, wenn man es vernünftig zusammennäht. Ja, cool. Ich überlege gerade, ob ich hier erstmal aufräume oder ich schiebe alles, also diese Hand erstmal zusammen, dass die nicht durcheinander kommen. Und dann schiebe ich einfach alles mal ein bisschen an die Seite und nehme mir das Päckchen hier. Und das ist von Gold Buddy. Und ja, sie hatte mir vor ein paar Tagen, hatten wir kurz geschrieben, und da hatte sie mir gesagt, dass eine Post zu mir unterwegs ist. Und deswegen wusste ich, dass etwas kommt. Aber ich wusste natürlich nicht, was. So, ich werde jetzt einmal kurz die ganzen Tütchen und Päckchen auspacken. Und dann geht's weiter. So, hier ist wirklich jede Menge drin. Haufenweise Tütchen. Ja, du kleine Maus, das wäre natürlich nicht nötig gewesen. Ich dachte, du schickst mir eine Karte. Das hätte wirklich völlig ausgereicht, aber ich freue mich natürlich trotzdem. Und hier haben wir als erstes so eine wunderschöne Karte mit einem Engelchen dran. Und ich schaue mal, ob ich das vorlesen kann. Ach, da, ja. Genau, da war was. Und zwar hatte sie mir geschrieben, soll ich das jetzt erzählen oder ist ihr das vielleicht, ach, ich glaube, das erzähle ich jetzt einfach, das ist lustig. Das könnte auch mir passieren und jedem anderen genauso. Sie hat die Geschenke fertig gemacht, hat die Karte fertig gemacht und ja, dann hat sie einen schönen Brief dazu geschrieben und den Brief hat sie im Drucker vergessen. Und jetzt ist die Karte ohne was drin. Aber ist doch auch schön, so kann man sie direkt weiter verschenken. Mich würde mal interessieren, Süße, ob du das hier vorne, hast du das selbst gestaltet? Das sieht professionell aus, aber irgendwie sieht es auch ein bisschen selbstgemacht aus. Das interessiert mich mal, sag mir das bitte mal. So, hier steht erst am 24. öffnen. Ich schiebe das noch mal ein bisschen zur Seite. Ehrlich gesagt interessiert mich das hier sehr, weil das ist echt schwer. Und ich könnte mir vorstellen, dass da Farben drin sind. Es gab mal bei Action diese ganz dünnen, ganz, ganz flüssigen Farben. Guck mal, süß, sie hat da so ein paar Hunde-Stickies draufgeklebt. Ganz süß und auch die Tüten sind schön. Ich guck mal, ob ich die unbeschadet... Ja, haha. So. Sind genau diese Farben und ich bin dir wirklich, wirklich dankbar dafür, weil ich habe diese Farben hier verschenkt, weil ich dachte, ach, ich werde die nicht benutzen. Und dann habe ich einen Tag was gemacht und habe gedacht, ach, jetzt brauche ich diese Farben und jetzt habe ich die nicht mehr. Und jetzt bin ich super froh, dass ich die wieder habe und besonders diese, weil diese Mixtur sind natürlich genau meine Lieblingsfarben. Ja, da bin ich dir sehr, sehr dankbar für diese Farben. Wunderschön. Ja, und gemalt sind die halt auch so wirklich schön. Ne? Ja. Oh, so, ich bin ein bisschen überfordert mit diesen vielen Tüten. Ich habe keine Ahnung, womit ich weitermache mit dem hier. Und auch hier wieder so ein süßer Hund. Ich glaube, auf jeder Tüte ist so ein niedlicher Hund drauf. Und die sind auch gemein, ne? Die haben natürlich Welpen genommen. Bitte nicht kaputt gehen. Ich versuche das ganz vorsichtig. Wie gesagt, ich nehme mir hier jetzt wirklich heute mal ein bisschen Zeit. Die letzten Tage war so viel Gestresse und Gehetze. Da tut das auch echt mal gut, einfach mal etwas in Ruhe zu machen. So, und hier haben wir eine Hydra-Maske und eine Detox-Maske. Ja, cool, die kommt gleich zu dem Set da hinten. Oh, mit dieser Mütze ist ganz schön warm. Das ist so
haben wir hier drin? Das ist recht selten. Hier scheinen Perlen drin zu sein. Und auch hier wieder so ein süßer Buffy. Ich hoffe, dass mein Akku so lange hält. Vielleicht beeile ich. Ach Mist, jetzt habe ich es zerrissen. Kann ich das noch irgendwie retten? Noch nicht so ganz. Ich hoffe, dass mein Akku hält. Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen schneller jetzt. Oh, die sind cool. Das sind richtig coole Farben. Und es sind Holzperlen. Ja, sehr, sehr, sehr geil. Genau meine Farben. Die passen leider nicht auf meine Dreads, glaube ich. Jetzt möchte ich die nicht hier alle durch die Gegend schmeißen. Deswegen packe ich die mal wieder rein. Aber eine halte ich mal draußen. Doch, bei den ganz dünnen Dreads könnte es vielleicht sogar funktionieren. Muss ich mal gucken. Ob ich das jetzt hier durchkriege, das ist eine andere Frage. Müsste ich vielleicht meine Häkelnadel mal kurz holen. In den offenen Spitzen. Die frangeln natürlich immer ein bisschen. Aber so funktioniert es. Nein, ich wieder runtergehen. Ja. Guckt mal, wie geil. Die werde ich mir heute Abend definitiv auf meine Dreads machen. Und die werde ich heute Abend als Schmuck tragen. Mega, mega, mega schöne Farben. Ich hoffe, dass ihr das hier in der Kamera so ein bisschen sehen könnt. Und das Geilste ist, dass es Holzperlen sind. Weil ich möchte ehrlich gesagt keine Plastikperlen mehr benutzen, sondern nur noch Holzperlen. Ja, und die kommen auf jeden Fall heute Abend in meine Haare. Juhu. So. Und was haben wir hier? Wir haben hier. Was ist das? Das ist ein. Oh, ich raste gleich aus. Ich raste gleich aus. Leute, das glaubt ihr nicht. Ich glaub's nicht. Wo hast du das hier? Das ist, ich muss mal aufstehen und euch das zeigen, das ist ein Schlüsselanhänger mit einem Bulli drauf und so ein Herzschlag. Mein Herz. Oh, mega, mega schön. Ich bedanke mich wirklich. Oh, das ist wirklich schön. Vielen, vielen Dank. Wird ja immer besser. Und hier ein Ring mit einem Bullterrier. Ja, voll cool. Und den biege ich mir mal ein bisschen auf. Zack. Und der kommt auch direkt an meinen Finger. Und da wird er auch für den Rest des Tages auf jeden Fall bleiben. Und der hier kommt nachher direkt an meinen Schlüssel. Sofort. Ach, mega cool. Oh Gott, so, womit mache ich weiter? Eigentlich möchte ich gar nicht weitermachen und möchte mir die anderen Sachen für andere Tage aufheben, weil die Sachen, das hat jetzt schon, das kannst du jetzt nicht mehr toppen. Also, egal, komm, tapfer weiter. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass mein Akku nicht reicht. Schade, hier bei den langen Stickern kann ich es leider nicht so gut retten. Ja. Und hier ist was drin. Das kann man immer, immer, immer gebrauchen. Und zwar weißes Garn. Weißes Garn braucht man immer. Egal, ja, wenn man näht, braucht man das auf jeden Fall immer. Vielen Dank. Ich weiß nicht, warum ich das noch nicht aufmachen will. Eigentlich mache ich immer erst die kleinen und die großen Stücke. Aber irgendwas will ich auch nicht. Nein, nicht kaputt gehen. So. Was haben wir hier? Faultiere. Hier haben wir eine Tüte. Und hier, ach wie geil ist das denn? So, hier haben wir einen Ring mit einem Faultier. Das ist cool. Also den habe ich tatsächlich schon mal gesehen.
Aber diesen hier, den habe ich noch nie gesehen. Der ist auch richtig schwer. Also das ist jetzt nicht irgend so ein doofes Ding. Und da ist so ein Faultier. Und ich denke mal, diesen Ring wird man so tragen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er mir... wo ich ihn dran packen kann. So. Ja, und so hängt jetzt dieses Faultier am Finger. Voll geil. Ich glaube, den packe ich nachher hier rüber. Den kann ich auch jetzt schnell machen. So. Da. So, und als nächstes haben wir wieder einen Schlüsselanhänger. Und der ist natürlich auch richtig cool, aber nicht so cool wie der Bull Terrier-Anhänger. Und zwar hier mit einem Faultier. Ja, auch sehr cool. Und hier sind noch mehr drin. Und zwar in... Ach cool, guckt mal. Einmal in Gold. Einmal in Roségold. Na, in Roségold und in Silber. Ja, cool. Die sind cool, die werde ich aber nicht an meinen Schlüssel machen. Da kommt das Bull Terrier-Teilchen dran. Aber das kann ich mir vorstellen, als Charme mal irgendwo mit dran zu machen. Das ist cool, auf jeden Fall cool. So. Dann gehen wir weiter. So. Ja, ich rate jetzt gar nicht, sondern ich packe. Oh, cool. Packt direkt aus. Cool, cool, cool. Und zwar haben wir hier Socken. Faultiersocken, Faultiersocken, aber genau in meiner Farbe. Ja, richtig cool. Die werde ich heute Abend direkt anziehen. Hier ist so ein Teilding dran. Das mache ich mal schnell ab, bevor das hier meine Söckchen kaputt macht. Und hier oben auch. Noch so. Klemmerchen. Ja, so sehen die aus. Ja, mega cool. Oh mein Gott, vielen Dank. Ja, wenn du mir das gesagt hättest, dass du mir so viel schickst, ne, dann hätten wir eine Tauschpost gemacht, meine Liebe. Weil, ja. Als einfach mal, ich schicke dir eine Kleinigkeit, ist das definitiv viel zu viel. Das geht so nicht. Und hier, ah, geil, hier haben wir ein Wackelfaultier. Ich habe ja schon so einen Kackhaufen oben auf meiner Fensterbank stehen und der klappert und klackt die ganze Zeit. Ja, und hier haben wir noch ein Faultiermädchen. Das kann sich jetzt zum Kackhaufen dazugesellen und kann dann mit hin und her klackern, weil das macht, geht nämlich wirklich jede Sekunde. Klick, 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 klick. Also es macht immer solche Geräusche und ich muss mich immer kaputt lachen, weil ich habe mal Miss Fruchteis so eine Eule geschenkt und das Ding konnte sie dann nicht ertragen und hat die aus ihrem Zimmer entsorgt. So, nein, nicht kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Ach, wie cool! Hier haben wir, die habe ich in letzter Zeit ganz oft bei Mausi, also bei Miss Fruchteis gesehen. Sie hatte die immer in ihrem Adventskalender. Ja, von einer, mit der sie da einen Adventskalender getauscht hat. Und dann dieses Ding hier, das fand ich so cool. Da dachte ich, oh, mit Faultieren und die Farben sind so schön. Auch sowas hätte ich auch mal gern. Und jetzt habe ich das. Und das riecht auch noch voll geil. Also sie hat nicht übertrieben. Die riecht wirklich lecker. Aber ich glaube nicht, dass ich die benutzen werde. Ich glaube, die bleibt als Deko stehen. Oh, lecker. So, und wir kommen zu den beiden letzten Teilchen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier haben wir ein, ey cool, ein Band, was ich in meine Haare oder an meine Füße oder irgendwo hin mache.
Ich habe hier irgendwo ein Messer da. Was ich irgendwo dran machen kann, wo es mir eben gefällt, zeige ich euch gleich. Das ist ziemlich lang. Und das kann ich natürlich auch schön um meine Dreads machen. Ja, oder man kann es als Fußbändchen verwenden, als Armbändchen, als Kette. Also total individuell einsetzbar. Und hier dran sind mehrere Charms. Blümchen und Herzen und nochmal Blumen und Herzen. Und hier ist ein Schmetterling. Und die anderen sind wieder Blumen, Herzen, Schmetterling. Also wechselt sich dann immer so ab. Ja, total cool. Das werde ich für meine Haare benutzen. Oh mein Gott, Leute, ja. Das war jetzt schon so viel. Und jetzt habe ich hier noch ein Päckchen. Nicht ganz schwer, aber auch nicht leicht. Klappert was. Ich will aber nicht zu doll hin und her schütteln. Das Bändchen hier werde ich definitiv auch mir abmachen und aufheben. Das kann man nämlich auf jeden Fall wieder verwenden. Das ist hier so ein Weihnachtsbändchen. Das kommt mal hier mit dazu. So, und dann guckt euch mal diese schöne Schachtel an. Und die hat sie hier anscheinend mit so einem großen Stempel bestempelt. Und dann noch mit Glitzer geglitzert. Und hier unten ist noch eine Mütze dran. Und zwar ist das hier so ein... Ja. Mal gucken, ob die Kamera noch leuchtet. Ja, so ein Anhänger. So ein Teil, das kann man sich dann hier zum Beispiel annehmen. Na, komm. Stell dich doch nicht so an. An den Pulli machen. Ja, oder woanders dran eben. So, da. Schön. Okay, so, machen wir auf. Und hier ist wieder ein großes Tütchen drin. Oh, noch mehr Tüten. Oh, ich glaube, ich kann langsam nicht mehr. Noch mehr und noch mehr. So, hier sind noch mal Tüten drin. Und hier ist auch, eine war vorhin auch schon so bestempelt. Da habe ich aber, ja genau, manche Tüten hat sie auch noch so schön bestempelt. Das habe ich vorhin gar nicht gesagt, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ja, und dann mache ich es kurz. Ich gucke erstmal, ob hier noch irgendwas draufgeschrieben ist. Nein, echt nicht. Dann kann ich hier einfach an aufzumachen jetzt. Die Kamera blinkt noch. Also hat sie anscheinend, ich muss auch mal gucken, doch von hier vorne sehe ich, dass da noch Akku ist. Genau. So, und was haben wir hier? Hier haben wir. Was ist das? Achso, das ist aus Gummi. Das ist aus Gummi. Und da sind. Das ist ein Weihnachtsschmuck, den man sich theoretisch an den Weihnachtsbaum hängen könnte. Sei mir nicht böse, mein Schatz, das werde ich mir nicht an den Weihnachtsbaum hängen, weil diese Figuren Masken tragen und das ist nicht so meins. genau, will ich nicht drauf eingehen, aber nicht böse sein, nicht traurig sein, ja, das werde ich mir nicht an den Baum hängen. Und wir schauen weiter. Was haben wir hier? Das könnten wieder Hänge oder Anhänger sein. Oder nicht. Ah, ach, ihr habt noch ein Schlüsselanhänger oder besser gesagt ein Charm mit Schlüsselanhänger und zwar wieder hier so ein Faultier. Und was steht auf dem Teil? Auf diesem kleinen Teilchen hier steht noch Belief. Ja, auch sehr, sehr süß. Und ich werde die aber abmachen, genau wie die anderen, und werde sie als Charms benutzen. So. 10.000 Tüten hier auf dem Tisch. Ja, und jetzt kommt hier noch ein größeres und es klappert. Ich will da jetzt auch nicht so lange dran rummachen. Hier haben wir noch wieder so einen schönen Aufkleber. Das Teil hier werde ich mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, ohne dass die Tüte kaputt geht. Nee, ich
lasse das drauf und das hier auch, dann verwende ich es halt genauso, wie es ist. Da ist auch noch so ein Schildchen. Have a very Merry Christmas, all, everyone. Das kriege ich bestimmt nicht ab, ohne was kaputt zu machen. Ich probiere es. Ja, das wäre schade. Also diese Tüten sind wirklich total schön. Auch dieses Motiv da drauf. Ach nein, ich habe hier eine Sekunde nicht hingeguckt. Da ging es schon daneben. Hier, meine Lieben, fühlt sich an wie ein Buch. Ah, okay, das ist so ein Versteck quasi, wo man ein Buch hat, was man oder was ein bisschen aussieht hinten wie ein Buch. Das kann man so ins Regal stellen, da kann man aber was drin verstecken. So, ja, jetzt verknote ich hier noch, um es spannender zu machen. So, und ich mache das mal so, dass ihr mal zuerst seht, was drin ist und ich esse. Später, wie cool! Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Das ist richtig cool, weil ich habe diese Farben noch nicht. Ich habe zwar so einen Teil hier, ja, da mit einem N vorne drauf. Richtig cool, richtig cool, richtig cool. Ich habe leider das N schon, aber das ist nicht so schlimm. Das kann man ja vorne Gott sei Dank auch austauschen. Oder glaube ich, man kann die austauschen. Also bei meinem, wo ich das habe, kann man die austauschen. Ja, kann man hier auch austauschen, genau. Und das ist aber voll egal. Was nämlich voll cool ist, ist, dass ich diese Teile hier, diese Farben habe ich noch nicht. Weder Gold noch, das ist ja so ein Bronze, ja, weiß ich gar nicht genau, braun, rotbraun, soll wahrscheinlich Bronze sein und hier einmal Silber. Ja, mega cool. Das ist wirklich cool. Das werde ich auch auf jeden Fall benutzen. Und dann mache ich das mal wieder ein bisschen zu. Ich werde mir das wieder schön an die Seite stellen. Puh, ja, meine Liebe, das war wirklich super, super, super viel. Und ja, muss ich jetzt nichts mehr zu sagen, war natürlich nicht nötig. Und ich fühle mich jetzt echt ein bisschen schlecht, weil ich dir einfach nur eine Karte geschickt habe. Aber ich würde sagen, im nächsten Jahr erwartet dich dann nochmal was. Ich weiß aber nicht, wann ich es schaffe. Nagel mich bitte nicht drauf fest. Okay. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super schönen Abend und auch einen schönen ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, dass ihr eure Familien sehen könnt und ein bisschen Zeit mit ihnen verbringen könnt. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns dieses Jahr noch mal sehen. Ich habe eigentlich noch eine Sache im Kopf, die ich gerne filmen möchte und weiß aber noch nicht, ob ich das noch schaffe. Okay, ihr Lieben, dann frohe Weihnachten. Bis bald.